So, heute der 12. Tag. Heute setzen wir unsere Tour fort. Heute fahren wir über die Trollstigen nach Lillehammer. Ursprünglich war die Tour ohne Trollstigen geplant, aber die Trollstigen eigentlich als Tagestour machen wollten. Deswegen sind es heute statt 310 460 Kilometer ungefähr. Spontane Planänderung also. Aber so hatten wir einen Tag mehr hier, um was anderes uns anzugucken. Zum Beispiel den vierthöchsten Wasserfall der Welt, respektive den höchsten Wasserfall Europas. Wir waren jetzt hier 4 Nächte in Eidsöra, in so einer kleinen Hütte, direkt am Bundalfjord, das ist der da unten. Also eine sehr schöne Gegend hier. Das Wetter hat leider nicht so mitgespielt die Tage, heute wird es wohl besser. Ansonsten kann ich die Ecke hier nur empfehlen. Christiansund ist 80 Kilometer in die eine Richtung als größere Stadt. Darunter in die andere Richtung, 25 Kilometer ungefähr, ist Sundalsöra. Da kann man dann einkaufen und dann kann man sich jetzt hier auf den Hütten eigentlich sehr gut gehen lassen. Also hier bist du bestens ausgestattet mit Grill und Terrasse und hast auch einen genialen Sonnenuntergang, wenn die Sonne scheint. Ja, aber ansonsten hat man hier echt eine Idylle, eine Ruhe. Da kann man sich hier nicht beschweren, ja. Und direkt am Wasser gelegen ist sowieso traumhaft mit den Bergen, die hinten rausragen. Ja. Einfach traumhaft, geile Gegend, gefällt mir. Könnte man noch mal hinfahren. Und dann starten wir die Tour. Nur noch mal einen Blick werfen. Sieht das geil aus heute. Schönen guten Morgen aus Eidsöra. Das letzte Mal heute. Wir verlassen jetzt leider diese geile Gegend. Also ich finde das ja landschaftlich hier total geil mit den Föhren und so weiter. Nachdem wir nur kurzfristig das hier alles umdisponiert haben und die Trollstigen heute auf dem Weg nach Lillehammer erst machen, müssen wir die zwar mit Gepäck fahren und die Strecke ist etwas länger, dafür hatten wir quasi einen Tag mehr Zeit, wo wir die Trollstigen geplant hatten. Da konnten wir was anderes unternehmen. Da waren wir zum Beispiel am höchsten Wasserfall Europas, der hier in Norwegen sich befindet, ist zeitgleich der vierthöchste der Welt. Heute scheint die Sonne, ich werde irre, ey. Das hätte die letzten Tage so sein können. Ursprünglich war ja die Tour nach Lillehammer, Entschuldigung. Ursprünglich war ja die Tour nach Lillehammer geplant. Ja, das sieht so geil aus. Über normale Straße, das wären so 310 Kilometer heute gewesen. Durch den Umweg über die Trollstigen wären es roundabout 460 werden. Ja, da ist aber nur eine provisorische Planung, jetzt würde ich mich nicht drauf verlassen. Was jetzt hier geplant ist, ist also Trollstigen. Dort werden wir einen Happen essen vielleicht. Auf jeden Fall kurz anhalten, die Landschaft genießen, 2-3 Pictures machen. Die natürlich immer bei Instagram landen, früher oder später. Manchmal sind sie schon online, wenn die Videos kommen, manchmal kommen sie erst danach. Also irgendwann kommen sie, wie gesagt, die Griffheizung an bei dem schönen Wetter, ey. Gestern hat mal die Griffheizung noch gebaut, das war gestern so frisch hier unten gewesen. Heute dagegen ist richtig warm, ja. Und wenn man den Wetterbericht heute mal Glauben schenken darf, was man die letzten Tage nicht so durfte, werden bei Ankunft in Lillehammer ca. 26 Grad erreicht. Ja. Also das ist dann mehr als das Doppelte, weit mehr als das Doppelte, was wir hier hatten. Wir sind jetzt ungefähr losgefahren hier bei 9 Grad, 10 Grad, 11 Grad vielleicht, keine Ahnung. Ich habe kein Thermometer an Bord. Alter, ist das ein geiles Wetter, ey. Am Abreisetag ist so ein geiles Wetter, ey. Wenn wir so ein Wetter die letzten Tage gehabt hätten, ey, wir wären mehr als zufrieden gewesen.
100 Meter über die Meere, ey. Wow. Wo war das? Dann los. Achso, mussten ja reinlegen. Sehr beeindruckend. Oh. Geiranger Drollstigen. Also auf den Drollstigen auf der anderen Seite runter nach Geiranger. Alter Verwalter, ey. Oh.
Ach du Scheiße, ey. Was ist hier los? Die andere Straße runter, hier ist die Straße hoch. Oh ja. So, zur Stärkung jetzt ein Elchburger verdrückt. Sehr lecker, sehr lecker, sehr saftiges Fleisch. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier in Lillehammer, also kurz vorm Ziel. Hier die anderen beiden Straßen, jetzt da die E6 und die 15, die waren noch relativ langweilig gewesen. So dass sich auch keine Filmaufnahmen irgendwie gelohnt hätten. Also es ging mehr oder weniger nur geradeaus, hier und da mal eine Baustelle, mal schneller, mal langsamer. Von daher, jetzt sind wir alle froh, dass wir fast 12 Stunden in den Motorrädern, auf den Motorrädern gesessen haben, endlich am Ziel zu sein. Wir haben jetzt auch schon 455 Kilometer abgespult, müssten also jetzt aber gleich da sein. Also mit 462 ungefähr war die Route angegeben. Laut Google Maps, nachdem wir die ja kurzfristig umgeplant hatten. Ursprünglich war ja die Tagesetappe entspannt angesetzt mit 310 Kilometer. Also das ist schon eine ordentliche Last. Und wenn du denn sowas noch mitnimmst wie Trollstiegen und Geiranger, ist was für das Auge, macht auch Spaß zu fahren, aber das ist so ein Gehetze, denn aber wer das eine will, muss das andere mögen. Und wir sind auch relativ dankbar für den Tipp, dass wir über die Treustiegen nach Lillehammer fahren müssen, sollten. Weil so war das nochmal sehr schön, dass wir die ganzen Serpentinen da rund um Geiranger mitnehmen konnten. Ja? Nachdem das Wetter an den Trollstiegen so aufgeklärt hat, hat sich das Wetter echt wunderbar gehalten. Das ist sehr schön warm geworden hier. Weil wir haben jetzt wieder so ein Skihotel, nehme ich mal an, was irgendwo oben auf dem Berg ist. Also ein kleines Stück außerhalb vom Stadtzentrum von Lillehammer, aber noch in Lillehammer. Ist ja auch so ein Wintersportort, nicht zuletzt bekannt durch die Olympischen Winterspiele in Lillehammer. Jedenfalls heißt es denn für mich in der Unterkunft die Akkus aufladen. Ich habe fast alle leer gemacht. Die Daten sichern, dass wir morgen früh wieder leere Speicherkarten haben und genügend Platz. Denn morgen steht auch noch eine Mördertour an.
In Summe, ich denke mal, jetzt haben wir gleich unser Ziel erreicht. 466 Kilometer bis hierher. Check-in 200 Meter on the left. So, 467 Kilometer waren es heute. Hoppala, hoppala, hoppala. Schönen guten Morgen aus Lillehammer. Wir sind hier gestern von Eizöhrich angekommen, über die Trollstien gefahren, an Geiranger vorbei. Es waren dann am Ende so 470 Kilometer, als wir hier angekommen sind. Danach sind wir nochmal kurz ins Stadtzentrum von Lillehammer gefahren zum Abendbrotessen und wieder hier hoch. Dadurch waren es dann am Ende ungefähr 490 Kilometer. Heute steht auch nochmal eine lange Tagesetappe auf dem Plan mit ca. 430 Kilometer nach Trollhättan, da sind wir dann nochmal zwei Nächte. Hier ist es bloß eine Nacht, obwohl die Landschaft hier auch sehr schön ist. Also hier könnte man auch mal ein, zwei Tage eigentlich bleiben und die Gegend erkunden. Aber unsere Fähre geht dann am Samstag und von daher ist der Zeitplan begrenzt. Ja, ansonsten werden wir heute die Fahrt nochmal genießen hier durch die Berge und dann mal gucken, was uns in Trollhättan erwartet. Manuvia, die sind alle bereit hier. So, schönen guten Morgen aus Lillehammer. Wir sind gerade gestartet, kurz nach 9 Uhr. 430 Kilometer nach Trollhättan, nach Schweden zurück. Also ergo ist es heute unsere letzte Tour durch Norwegen. Morgen ist ja nochmal ein Tag Ruhe. Ich glaube, hier ist es. So, wie gesagt, 430 Kilometer, 6,5 Stunden Fahrzeit. Soweit wie möglich werden wir uns von den großen Hauptstraßen fernhalten. Ey, jetzt sind ja wieder Huppel hier. Ist ja wieder eine Strecke hier, ey. Sagen relativ preisgünstig, weil wenig los ist. Im Winter wird es natürlich dann teuer sein. Aber geil sieht es ja aus, ja, Anblick. Weg!
frisch gestärkt nach Bikerfrühstück an der Tankstelle. Das war der dritte Anlauf oder so. Und dann haben wir keine Stärkung genommen. Nachdem wir nur für die eine Nacht in dieser Hütte kein Dreck großartig machen wollten, hatten wir entschlossen, dann halt an einer erstbesten Möglichkeit zu frühstücken. Dass wir dafür aber erstmal ...46 Kilometer fahren mussten. War jetzt nicht so geplant, aber gut. Der norwegische Kaffee. Gleich sind wir an der Grenze nach Schweden. So, das war jetzt der voraussichtlich letzte Stopp in Norwegen. Gleich geht es hier via Kongsvinger wieder rüber nach Schweden und dann weiter nach Trollhättan. Wir wollen mal gucken, ob wir am Grenzübergang noch 2-3 Fotos schießen können. Ansonsten ist Norwegen richtig schönes Land, landschaftlich. Hat mir sehr gut gefallen, macht auch Spaß zu fahren. Hier ist klar, natürlich wieder so was wie Trollstigen oder sowas. Das ist wieder so ein touristischer Magnet, da trifft sich Gott und die Welt. Was natürlich denn für den Einzelnen mal weniger schön ist. Aber ansonsten hinten eine Pferde oder auch Atlantikstraße oben an der Küste da bei Christiansund ist schon herrlich. Wir hätten uns gerne noch besseres Wetter gewünscht da oben in Norwegen, weil wir da echt viel gemacht haben. Teilweise war es so, dass wir echt einen Krog gebraucht hätten, um uns wieder aufzuwärmen. Gerade am Anreisetag nach Edsöra, da sind wir bei extrem stürmischen Wind und einstelligen Temperaturen von 3-4 Grad. Da teilweise pfiff uns noch der Schnee ins Gesicht. Also das war schon nicht mehr schön gewesen. Jetzt, ein paar Tage später, kracht die Sonne wieder vom Himmel. Ja, das ist das andere Extrem gleich wieder. Also ich habe mich jetzt hier entschieden, ein Stück Schnellstraße hier zu fahren, oder Kraftfahrstraße, wenn man das mit Hochdeutsch aussprechen will. Da das jetzt schon wieder relativ warm ist und ich mich jetzt hier nicht mitten durch die Stadt Kongsvinger quälen möchte bei der Hitze, machen wir lieber über die E16 quasi und dann lieber über die Grenze. Ist jetzt sogar ein Stück kürzer, vielleicht ein Stück schneller. Ein Stück schneller auf jeden Fall, weil durch die Stadt, da hast du ja dann doch mehrere Kreisverkehre und eventuell Ampeln. So schon ganz angenehm. Und ab jetzt kostet es auch gleich Maut, deswegen sind die Straßen immer so leer. Gesehen.
So. Jetzt haben wir hier neben so einem kleinen Wikinger-Ding im Center. Oh. Eine Pause gemacht, düster, Jüseta. So ein Jüseta hier an so einem kleinen Wikinger-Punkt, Museum, wie auch immer man das bezeichnen mag. Eine kleine Kaffeepause gemacht. Jetzt haben wir noch roundabout 120 Kilometer vor uns. 120, 130, keine Ahnung, so genau wollen wir es nicht nehmen hier. Yes. Bup, bup. Ach ja, hier Kirche. Oh. Boah. Schönen guten Morgen aus Trollhättan. Vorgestern sind wir hier nach 417 gefahrenen Kilometern eingetroffen.
Gestern selber war mal ein Motorradfeiertag. Da haben wir hier die Stadt erkundet zu Fuß. Wir haben noch einiges erlebt und gesehen, unter anderem den Wasserfall in Trollhättan. Ehemalige Kirche ist unsere Unterkunft. Im Prinzip nicht schlecht gemacht. Heute geht es dann weiter nach Trelleborg, wo es dann morgen Abend auf die Fähre geht. Einen schönen guten Morgen aus Trollhättan. So, heute setzen wir unsere Reise fort. Unsere letzte skandinavische Etappe. Heute geht es von Trollhättan nach Trelleborg. Aufgrund einer technischen Störung haben wir die Route jetzt kurzfristig geändert. Haben wir alles, ja. So dass wir heute angewiesen sind, leider über die Schnellstraßen zu fahren, respektive Autobahn, soweit man das bezeichnen kann. Aber nichts ist unmöglich. Etwas und auf die Kilometer.
Was jetzt nicht das Problem ist, weil so können wir ganz entspannt fahren, haben keinen Stress. Dann kommt nur noch die Brücke hoch. Das sieht aber fix. E45, da werden wir uns auch noch mal Richtung Göteborg halten und dann weiter Richtung Malmö. Dann ist es auch nicht mehr weit bis Trollhättan. Entschuldigung, Trelleborg. Wir wollen heute nach Trelleborg von Trollhättan, guck mal her. Aber die letzten Trolltriel, ups, hier auch schon mal durcheinander. Ein bisschen ist es auch schade, dass der Urlaub schon wieder vorbei ist. Ja? Also, wenn du so zweite Woche oder gute zwei Wochen unterwegs bist, vergeht die Zeit irgendwie wie im Flug, ja. Was halt teilweise nicht so auf unserer Seite war, war das Wetter. Aber gerade so für die Atlantikstraße oder so, hätte ich mir so ein bisschen Sonnenschein so vorgestellt. Das wäre schon richtig geil gewesen. Wenn immerhin konnten wir alles machen, was wir uns vorgenommen hatten. Ja, so die Atlantikstraße, also ein Highlight. Geil war natürlich auf den Trollstigen. Und danach zum Reinacher Fjord runter. Das war so hier zwei schöne Passstraßen. Also richtig Spaß gemacht, die zu fahren. So, wir haben jetzt noch gerade noch mal kurz hinter Göteborg getankt. Also die Verkehrsführung in Göteborg ist schon abenteuerlich. Das war jetzt der kleine Fotostopp an der Öresundbrücke. Dann kann man schon mal einen kleinen Schlenker machen, wenn man in der Nähe ist, dahin. So, wir wollen jetzt mal an der Öresundbrücke gucken. Und jetzt haben wir noch 30 Kilometer ungefähr bis zur Unterkunft. Das heißt, wir werden so ab 16:30, 17 Uhr dort einschlagen. Dann machen wir uns kurz frisch. Und dann gehen wir noch einen leckeren Happen essen und ein Bierchen trinken. Sieht er den Blinken jetzt nicht? Er will nach rechts. In der Kirche? Das ist eine Ehemalstraße. Hallo aus Trelleborg. Gestern sind wir hier. Wir sind hier gestern am späten Nachmittag in Trelleborg angekommen. Nach 398 Kilometer ungefähr waren es. Wir haben, da wir nur Autobahn gefahren sind, sind wir an Malmö vorbeigekommen und da haben wir dann nochmal einen Abstecher gemacht zur Öresundbrücke, haben uns diese angeschaut, der für die eine architektonische Meisterleistung ist und das Bauwerk des Jahrhunderts irgendwie und wir ganz impulsant finden. Für andere ist das eine zweckmäßige Brücke und für wieder andere ist das halt ein Schandfleck in der Natur. Ja. Also da kann man sich drüber streiten, aber wir haben es uns jedenfalls angeguckt.
das Bauwerk. Danach sind wir hier rüber nach Trelleborg gefahren. Das waren ja noch so 30, 35 Kilometer gewesen. Heute Abend geht unsere Fähre nach Rostock. Also das heißt auch, der Skandinavienurlaub neigt sich dem Ende entgegen. Oh, hier sind überhaupt da fliegen. Also der Skandinavienurlaub neigt sich dem Ende entgegen. Es war an sich eine sehr schöne Tour. Das Wetter hätte etwas besser mitspielen können. Die ersten Tage hatten wir relativ gutes Wetter eigentlich gehabt. Der Wind hast du hier oben eigentlich permanent. Also es war kaum ein Tag, wo wir keinen Wind hatten. Oder wenig Wind zumindest. Und so hat man wo in Schweden waren, eigentlich relativ gutes Wetter gehabt. Wir sind dann rüber nach Norwegen gefahren. Und da wurde das Wetter auch relativ schlecht. Ja, sodass wir dann, wo wir dann von Stöd nach Eidsyra gefahren sind, hatten wir dann auch so Schneeregen bei tiefen einstelligen Temperaturen zwischen 3 und 4 Grad und wirklich extrem stürmische Böen. Also das war schon echt anstrengendes Fahren. Und nach über 500 Kilometern hatten wir uns dann alle auf die Unterkunft gefreut. Aber leider hat dann dort auch das Wetter die Tage, wo wir dort waren, nicht optimal mitgespielt. Ja, es war immer bewölkt, mal mehr, mal weniger Regen. Wir haben das Beste daraus gemacht, haben trotzdem unser Programm durchgezogen. Wir waren an, weiß ich nicht, wie viel Wasserfällen. Wir waren am höchsten in Schweden, wir waren am höchsten in Europa. Wir sind die Atlantikstraße gefahren, wir sind die Trollstien gefahren, wir sind die am Geiranger Fjord lang gefahren, wo dann auch gerade so ein riesiges Kreuzfahrtschiff drin gelegen hat. Also sah schon impulsant aus. Wenn man aber immer sieht, was hier dann so für Dreck rausblasen in die Natur, weiß ich nicht, ob man sowas haben muss. Ich meine, ja, der Ort Geiranger ist jetzt relativ klein, der lebt wahrscheinlich ausschließlich vom Tourismus dort. Also die Busse und die Wohnmobile auf die Passstraßen, die passen irgendwie nicht so richtig mit drauf. Also wenn da einer dann mal zu weit schon in die Kurve reingefahren ist, geht das Rangieren laut los. Also wir hatten dann noch relativ Glück gehabt, da noch nicht die Saison richtig begonnen hat, dass noch relativ wenig Verkehr war, obwohl schon gut gefüllt war. Der Stopp in Lillehammer, der war auch wieder nur zweckmäßig jetzt hier runter gewesen, wo bloß in der Nacht geblieben sind in der Olympiastadt. Ja, als wir dann natürlich wieder losgefahren sind von Eidsyra da oben in Norwegen, wurde das Wetter dann schlagartig besser. Ja, so gegen Geiranger Fjord und auch die Trollstien haben wir bei optimalem, besten Wetter eigentlich gefahren. Das hat sich dann richtig aufgelockert, die Sonne kam richtig raus, es wurde richtig warm. Auch in Trollhättan, wo wir gestern waren, war das Wetter optimal gewesen. Wir haben dann zu Fuß die Stadt erkundet, haben uns das alte Wasserwerk dort angeguckt und den Wasserfall und die Liftbrücke. Also war schon in Ordnung. Und ja, heute haben wir so einen Tag, wo wir uns nochmal Trelleborg angucken, auch die Zeit so ein bisschen totschlagen müssen, da die Fähre erst heute Abend geht. Aber wir sind alle vor Ort, die Motorräder haben alle durchgehalten. Sind alle gesund und munter bis hierher gekommen und der Rest ist jetzt einfach nur noch, um nach Hause zu kommen. So, schönen guten Abend aus Trelleborg. Ja, aus Trelleborg und schönen guten Abend, ihr habt richtig gehört. Wir haben jetzt hier den Tag über in Trelleborg verbracht, da erst unsere Fähre heute Abend 22.30 Uhr fährt. Also Check-in ist dann irgendwann so 21 Uhr rum, würde ich sagen. Jetzt haben wir wieder zu 18 Uhr, jetzt mussten wir die Unterkunft aber dann doch schlussendlich räumen. Wir durften schon 6 Stunden länger bleiben, als uns eigentlich zustand. Das war sehr nett. Jetzt werden wir noch irgendwo geschmeidig was zum Abendbrot essen und dann auch in den Hafen düsen, sag ich mal. Ist jetzt nicht allzu weit hier. Also Luftlinie waren wir jetzt ein paar Meter entfernt vom Dingsen. Durch mein Telefon. Also von daher alles easy, alles cool. Upala, upala. Das will gar nicht fahren. So, machen wir noch ein bisschen Stadtrundfahrt hier und fahren.
jetzt haben wir noch mal lecker was zum Abendbrot gegessen. Jetzt geht's in den Hafen. In den Hafen von Trelleborg und dort wartet dann sicherlich schon unser kleines Schiffchen, was uns rübersetzt nach Rostock. Ankunftszeit ist morgen 6.30 Uhr. Wir haben irgendwie unterschiedliche Zeitangaben bekommen. Wir lassen uns einfach überraschen. Irgendwann werden wir anlegen und irgendwann werden wir runterfahren von der Fähre. Rostock. Vier bis sieben. Hier durch den Hafen durch. Das ist ja mal ein bisschen größer als das Ding in Rostock, möchte ich sagen. 108, ja. Fähre plötzlich unerwartet. Rostock hier war. Ich muss auch ausgeschildert. Sollen wir mal gucken hier. Gewinnen oder was? So, dann wollen wir mal Roll off. Das ist unser Schiff gewesen. Die Skane. Oh, schönen guten Morgen aus Rostock. So, die Überfahrt hätten wir jetzt auch. Gestern wird uns die Fähre hochfahren und auch nur 4,3 Kilometer, die wir gemacht haben. Wir fahren jetzt hier tanken, ein Happen essen zum Frühstück.
Hupa, hupa. So, das war's jetzt mit dem Vlog aus Skandinavien. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert kostenlos den Kanal. Und wenn ihr Anmerkungen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.